Überfüllte Wartezimmer, aggressive Patienten und Ärzte am Limit. Verbale Gewalt, manchmal auch körperliche, steht auf der Tagesordnung. Dr. Sebastian Wolfram leitet die Notfallambulanz der Lübecker Uniklinik. Er erlebt täglich, dass immer mehr Patienten wegen Lappalien in der Notaufnahme auftauchen. Es gibt ja Menschen, die ihren Krankheitszustand als ganz schlimm einschätzen und dann kommen. Es gibt aber auch Menschen, die kommen her und sagen, ich habe bewusst den Weg zur Notaufnahme gewählt, weil ich einen Termin beim Niedergelassenen erst in einem Monat kriege, das ist mir einfach zu lang. Oder aber, weil ich bis abends arbeite. Und bei solchen Leuten, die das bewusst umgehen, das empfinde ich persönlich schon als unangenehm. Drastischer drückt es ein vielbeachteter und vielgelikter Facebook-Post eines Sanitäters aus. Unter dieses schockierende Bild schreibt er: Das ist die Aufgabe einer Notaufnahme, nicht euer verkackter Schnupfen. Laut einer aktuellen Studie haben etwa ein Drittel aller Notaufnahmepatienten gar keine dringende Hilfe nötig. Samstagnachmittag in Lübeck, hier wird es ernst. Der Rettungsdienst bringt einen bewusstlosen Mann. Es geht um Leben und Tod. Dann jetzt Umlagerung. Okay. Eins, zwei, drei. Können wir noch ein bisschen? Ja, können wir noch. Dann Tubuslage und Beatmung kontrollieren. Der schlimme Verdacht, eine Hirnblutung. Während das Ärzteteam versucht, das Leben des Mannes zu retten, sitzt dieser junge Mann im Wartezimmer. Er hat sich beim Feiern verletzt. Ich sitze jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde hier. Aber wie lange ich noch sitze, das weiß ich nicht. Ich habe gewusst, ich bin nicht der Einzige hier. Das stimmt, denn bis zu 200 Patienten kommen täglich in die Lübecker Notaufnahme. Im Schockraum kämpfen die Ärzte weiter um das Leben des Mannes mit Verdacht auf Gehirnblutung. Fahren wir jetzt ins CT. Die Anästhesie gibt Signal, wenn Abfahrt bereit. Gut, dann los. Der Zustand des Mannes ist vorerst stabil. Dass solcher Notfall Vorrang hat, respektieren leider nicht alle Patienten. Tatsächlich ist respektloses Verhalten, lautes Anschreien, Ungeduld, verbale Gewalt, manchmal auch körperliche, steht auf der Tagesordnung leider. In Baden-Württemberg hat ein alkoholisierter Patient vor kurzem sogar in der Notaufnahme randaliert. In Lübeck entscheidet Pfleger Mike Zimmermann, wer aufgrund seiner Beschwerden sofort drankommt und wer warten muss. Der nächste Patient hat eine Platzwunde an der Stirn. Auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wenn 0 nichts ist und 10 ist der schlimmste Schmerz, den Sie sich vorstellen können. Wo befinden wir uns denn da jetzt? Oder Sie sich gerade jetzt im Moment? Auf 3, ja? Der Mann empfindet aktuell nur leichten Schmerz. 90 Minuten muss er warten, bis ein Arzt Zeit hat, seine kleine Wunde zu nähen. Die Geduld haben aber nicht alle Patienten, wie Mike Zimmermann aus eigener Erfahrung weiß. Man lebt mit verbalen Entgleisungen bis hin zu Morddrohungen, ist mir selber schon passiert. Als nächstes will Zimmermann den jungen Mann, der sich beim Feiern an der Hand verletzt hat, aufrufen. Doch der hat sich nach 3 Stunden Wartezeit aus dem Staub gemacht. Wenn er denn geht, entweder 2 Möglichkeiten, entweder sind die Schmerzen nicht so groß oder er ist bestrebt, eine schnellere Versorgung zu bekommen in einem anderen Haus. Doch einfach nach Hause gehen können nicht alle Patienten. Sebastian Wolfram hat nun die endgültige Diagnose des Mannes mit Verdacht auf Gehirnblutung. Das war mein klassischer Fall für einen Patienten, der wirklich in die Notaufnahme gehört. Wir sehen jetzt einen Zustand, mit dem man nicht länger als 1 Stunde ohne Schaden überleben kann. Während die Ärzte operieren, hat es Pfleger Mike Zimmermann mit den nächsten Patienten aus dem Wartezimmer zu tun. Erzählen Sie mal, was führt Sie her? Ja, und zwar hatte ich vor 2 Tagen einen Sportunfall im Rahmen des Berufsschulunterrichts. Ist ja ein Ball unglücklich gegen meinen kleinen linken Finger gefallen. Und das ist vor 2 Tagen passiert? Ja. Ja. Was sagt denn der Hausarzt dazu? Da war ich noch nicht, weil der Schmerz war jetzt auch nicht so akut, dass gesagt habe. Ja. Okay. Es ist kurz nach 22 Uhr. Man sollte meinen, dass so spät an einem Samstag kein Patient mehr wegen einer Lappalie in die Notaufnahme kommt. Ist die Verletzung vielleicht doch ernst? Der Mann soll seine Schmerzen auf einer Skala einordnen. Jetzt gerade, kommt drauf an, also jetzt gerade bei 1. 1 bedeutet laut Skala kein Schmerz. Um sicher einen Bruch auszuschließen, muss der Mann zum Röntgen in 90 Minuten. Ja gut, ist natürlich lästig, so lange zu warten, aber hilft nichts. Ne? Das ist so ein Patient, wo man hätte sagen können, zum Hausarzt gehen können. Aber nicht nur die Notaufnahmen, auch die Rettungsdienste sind überlastet. Denn viele wählen die 112, die Nummer für Notfälle, auch für Kleinigkeiten oder noch schlimmer als Taxi.
betrunken aus der Diskothek, hatten wir mal einen jungen Mann, der sich mehrfach hier in die Notaufnahme hat fahren lassen, weil er hier in der Nähe wohnte und fand das einen ganz angenehmen Heimweg auf Kosten der Krankenkassen. Dabei gibt es eine Alternative zur 112. Um die Notfalldienste zu entlasten, können Patienten die 116 117 wählen. Dabei handelt es sich um die bundesweite Nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Der kommt sogar nach Hause, wenn es nötig ist. In der Lübecker Notfallambulanz wird, auch wenn das Wartezimmer aus allen Nähten platzt, aber kein Patient abgewiesen. Das Notfallpatientsein ist per Definition ein subjektives Gefühl. Und das kann man dem Patienten nun nicht wegnehmen. 10 Stunden haben wir in der Lübecker Notaufnahme verbracht. Die Bilanz: um 130 Patienten mussten sich die Ärzte und Pfleger kümmern. Davon waren fast ein Drittel keine Notfälle.